Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Raxelons How to Fly Crampy. Nun, wer ist Crampy? Crampy ist der Festivdrachen, der, zumindest kommt es mir so vor, also er hat zumindest alle Dinger, so die ganzen drakonischen Geschichten, der Festivdrachen der Frozen Chaos Season. Da haben wir ihn, Crampy. Nicht zu verwechseln mit Cream Pie, das ist eine andere Geschichte. So, dann habe ich mir den schon mal komplett besorgt. Hat jetzt 2 Wochen gedauert, sonst hätte ich das Tutorial wahrscheinlich schon früher gemacht. Ja, mal schauen, vielleicht noch eine kostenlose Kiste abholen. Ja, das ist nicht viel, ich weiß, aber irgendwann, irgendwie muss es ja vorangehen. So. Ach, was haben wir hier? Okay, da hat mich jemand angegriffen, also unwichtig. So, was habe ich jetzt mit dem gemacht? Nicht wirklich viel. Ich habe ihm seine Runen verpasst und seine Glyphe. So, hier. Kann das aber auch noch nicht aufleveln, weil, werden wir gleich sehen, wenn ich jetzt mal hier auf Aufwerten gehe, mir fehlt einfach der Staub. Das ist völlig normal, weil Staub ist immer Mangelware. So. Man könnte jetzt noch hier die Dinger aufdingsen, das sehen wir dann gleich. So. Ich brauche diesen Drachen mindestens auf der Vorbotenstufe, um dann hier so solche Basen wegmachen zu können. So, das ist Vorbote, das ist Vorbote. Wir testen einfach mal. Ich habe auch die Zauber noch nicht wirklich rausgefunden, wie die so am besten funktionieren. Stunts, achso, ja genau, macht genau ein Dings, also. Reduces damage from towers and negates offense and superschutz. Aha. When hit by mage towers. Ah, okay, das ist so eine Art Schild. Okay. Dann testen wir mal. Müssen wir noch rausfinden, wie genau wir das jetzt machen. Also es scheint eher ein Supporter als ein Massive zu sein. Ein Damage-Dealer. Schauen mal. So. Also mit diesem hier kann man übrigens auch den roten Magierturm stunnen, so dass er nicht mehr funktioniert. So. Das wäre dann der massive Schuss. Ach so, okay. Aber jetzt wirklich großartig Dinger macht der auch nicht. Also großen große Heilung. So, ach okay, das ist der extra Schaden, das ist der kleine gelbe Zauber. Da unten der passive, wenn genug Verlust ist. So, also jetzt den und den. So, dann nochmal so. Also wirklich. Also nochmal, wir brauchen den für das, dann das, dann das. Das kann man nicht nehmen, dann das. Boah, das war jetzt der erste Flug übrigens, den ich mit diesem Drachen gemacht habe. Aufgelevelt habe ich ihn über die Tränke, habe ich ja schon zigmal gesagt, Tränke sind echt geil. So, dann zurück nach Hause und weitersuchen. Also das ist, da muss man echt mal, wow, Tränke, da sind wir wieder hier beim Thema. Das ist so eine Hausnummer, also der scheint an der Season zu liegen. Oder ganz einfach, wenn man einen Drachen Crampy nennt. Ich meine, der ist niedlich, ja, aber ganz ehrlich, Hueso ist auch niedlich. Aber der bringt wenigstens was. So, der hat seinen Papa-Rufen-Zauber. Das ist, der ist geil. Kommt mir manchmal so vor, als ob der Papa 10-mal stärker ist wie der Hueso selber. So, ja.
Ja Gott, ich brauche ein neues Handy. Leute, ihr müsst bei mir ganz dringend abonnieren. Das ist wichtig. Kann ich mir vielleicht irgendwann mal. Nee, wird nix. So, da, di, da, da. So, jetzt schauen wir mal. Ich bin jetzt, ja, sind 2 Millionen. 2 Millionen. Was hier mal hier? 6 Millionen. Das läppert sich zusammen, Leute. Macht diese Mission, levelt eure Drachen auf Erfahren und macht diese Missionen. Das bringt's echt. Ihr werdet das sehen. Das Einzige, wozu ihr dann noch im Zuchtevent fliegen müsst, ist das Futter. So, und für meine Freunde aus dem anderen Spiel, das kann man sich auch für Spiel, auch für, kann man auch direkt für Cop adaptieren. So, wir wollen jetzt mal, wir wollen ja, es kommt, braucht mal 500, 500, 300, 300, immer 300, komm, 45 Türme. So, dann schauen wir mal. Übrigens ist hier gerade Zuchtevent und ja, ich komme jetzt langsam aus diesem Aufholmechanismus raus und da wird die Zucht sehr teuer. So. Also, das ist ja ein Schutz. Ja, sehr schnell. Also zack. Dann. Ja, doch, das wenigstens ein bisschen. Aber wir kommen ja jetzt erst zum Hauptteil. Man muss halt die Kombi finden, ne? Also ich finde jetzt also den hier, dann kurz vorher den reinkloppen, das Ding machen, das so und durch geht's und das dann da hinten hin. So schön wegplatzen. Ja, einer der Nachteile. Oh, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich irgendwas in der Nase. Oh, ist das widerlich. Nein, kein Koks. Das wäre zu viel. Das kann ich mir nicht leisten. Koks ist der Weg Gottes, dir zu sagen, du hast zu viel Geld. So. Nee, irgendwas reingeflogen. Widerlich. Kennt ihr das, wenn es in der Nase so hässlich juckt und man muss eigentlich niesen, kann aber nicht. So, also derzeit gibt es zwei recht brauchbare Vertreter dieses Spieles, dieses Genres. Nennen wir es mal Tower Defense. Das eine ist War Dragons, das ist das, was wir gerade spielen, was auch ein bisschen mehr Erfahrung hat. So, 200. Und das andere ist jetzt ganz neu raus. Also wer wirklich Lust hat, mal bei so einer Geschichte von vorne an dabei zu sein. Nicht ständig überlegen, so, oh, 600er, überall 600er, Scheiße in den Ligen. Selbst in den untersten Kackligen sind bei War Dragons irgendwelche 500er und 600er drin. Teilweise gibt es Teams, die nur aus 5 500ern bestehen. So, und da kann ein kleines Team aus Gold, kann da überhaupt nichts gegen tun, wenn sie ein PvP-Event sind, weil sie einfach keine Gegner da haben. So, und das ist jetzt halt das Schöne bei dem neuen Spiel. Es hat letztes Jahr angefangen, ist dieses Jahr Mitte Januar 2022 rausgekommen. So, aber wir sind ja nicht da, um das jetzt zu spielen. Nein. So, ja, gib's mir. Ich geb's dir. Oh, fuck. Vielleicht mal wegmachen, ne? Ja, das müsste man vielleicht später nochmal überlegen. So, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Also, wir nehmen den, tauchen den dahin. Machen das Ding rein. Und den dann zum. Ha! Bam! Okay, also könnte ruhig noch ein bisschen schneller. Och, also der muss echt, den muss man echt eine Dings verpassen hier.
Also da muss echt noch was wegen der Rage gemacht werden, Leute. Das ist ja gar nichts. Und der macht wirklich nur einen Turm hier platt. Da muss man noch mal ein bisschen Zielen üben, weil schließlich gibt es ja den ein oder anderen Punkt. Wenn man den trifft, kann man durchaus mit so einem One-Shot, also mit einem einer Schuss, nicht One-Shot, einer Schuss, zwei Türme wegplatzen. Oh Gott, also Crampy. Boah, ja, gut. So. Wir ziehen jetzt mal Fazit. Also nicht aus, sondern Fazit. Um diesen Drachen vernünftig zu fliegen. So, brauchen wir erstmal Gegner. Hier. So, um diesen Drachen vernünftig zu fliegen. Da ist das Ding, da ist das. Okay. Crappy heilen, mal testen. So, die vier Zauber. Der passive Zauber hier. Sobald dann bei, ich denke mal, bei 75% bist, wird dann extra Schaden verursacht. Dieser Timeout macht tatsächlich einen größeren, einen längeren, gibt dem Turm eine längere Auszeit, bis er angegriffen wird. Also Leute, dann nicht einfach gleich wieder nochmal draufschießen, dann ist der Zauber für den Arsch. Also den Turm aussetzen, den man wegmachen will. Den man aussetzen lassen will, was weiß ich, entweder er macht zu viel Schaden oder er stört gerade den roten Zauber. So, dann diese Geschichte hier reduziert Schaden. Sämtliche offensive Superschüsse werden aufgehoben. Produziert Rage, wenn es von einem Mage Tower, also von einem, der von einem roten oder einem blauen Magierturm getroffen wird. Schon geil. So, ja, und dieser Zauber hier ist einfach nur ein One-Shot. Macht eine ungehörige Menge an Schaden und heilt wirklich ganz gering. Leute, das ist ein Witz. Aber er heilt wenigstens ganz gering und manchmal hilft ein kleines Fitzelchen. Ihr kennt das sicherlich, wenn der Balken schon schwarz ist und man es irgendwie doch geschafft hat, durchzukommen. So, was wäre jetzt hier? Das Ding ist aus, gut, dann machen wir das weg. Zack, zack. Eine Silbertruhe. Kacke auf die Silberkisten, echt. So, dann nehmen wir das Ding, setzen den da hinten an. Ah, da haben wir zwei Türme weg, siehst du? So. Jetzt müssen wir den hier reinsetzen, den reinhauen, das hier wegplatzen, das wegplatzen, das anmachen. So. So, jetzt haben wir natürlich überhaupt keine Dingsi mehr. Ah, gut. Ja, aber es funktioniert. Wenn man dem dann ein ordentliches Zeug noch gibt. Ich hätte natürlich auch noch stärker ausrüsten können. Aber das war ja jetzt eigentlich nicht Sinn und Zweck der Aktion. Wichtig war jetzt nur, dass wir mal gesehen haben, wie man ihn fliegt. Natürlich, etliches an Übung gehört da noch mit dazu. Aber ich will mal sagen, für Events, wo man dann die Tierdrachen braucht, kann man diesen wunderschön nehmen. Dann setzt man ihm einfach einen der gebrauchten Reiter auf und dann funktioniert er. Ihr müsstet halt nur die Reihenfolge der Zauber beachten und dann geht das gut. Und vielleicht noch ein, wie heißt das Ding, mythische Rage, dass da ein bisschen was vorankommt. So, aber wie ihr seid ja genauso arme Schweine wie ich. Es hat nicht jeder alles in mythisch oder exotisch. Ich bin ein ganz normaler Spieler
mit ganz normalen Ambitionen. Dementsprechend habe ich auch nicht alles, was man in diesem Spiel so haben kann, sondern wirklich nur das, was man bei schon einem ordentlichen Aufwand erreichen kann. Also habe ich jetzt hier nur diese Runen, die von dem selber. Grease Branch of Healing If. Das ist nicht viel, Leute. Irgendwas stimmt da nicht. Da will ich nicht wissen, was das Zeug ohne das Ding macht. So, gut. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren. Leute, das ist wichtig. Nur so sehe ich, dass es auch was bringt. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.